Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman 3, unserem kleinen neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Eine Folge gab es schon, Nummer 2 folgt natürlich direkt und wir sollen heute in die Penthouse-Etage eindringen. Das machen wir mal. Da liegt noch irgendwas. Bin eben schon gestartet, bin einfach mal da losgerannt und habe geschossen und bin direkt gestorben. ja, gucken wir mal. 44 Meter. Okay. Ah, nice. The partners are alone now. I'll activate the panel controlling the room's security features. When you're ready, use it to start the show. Kommen wir da drauf? Nee, ne? Das ist die Tür. Da. Das ist die Tür. Nee, da war doch irgendwas. Das war. Da, ich glaube, das ist schließen. Kann das sein, dass das die Tür schließen ist? Alter, schaut euch das Geile an. Mega. Der winzige Heli. So, aber hier geht anscheinend nicht weiter. Gehen wir mal wieder rein. Gucken wir mal. Okay, wie kommen wir zur Penthouse-Etage? Wir hatten beim letzten Mal ja auf jeden Fall auch gehackt. Dieses System da, dass die irgendwie... Ah, hier ist der Serverraum. Dass die irgendwie ein Meeting zusammenkriegen. Wir da rein können dann. Ich glaube, wir müssen nach oben. Oh, der sieht uns. Der telefoniert, dem ist das wahrscheinlich egal. Der schläft. Okay, wo kommen wir hoch? Hier haben wir eine Treppe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Suchen Sie die Lounge. Ist das hier die Lounge? Hallo, sind Sie die Lounge? Ah, hier sind sie doch, ne? Hier sind sie beide, die sind schon beide da. Not for Madame Carlyle. I can't help but wonder if Alexa's insistence on tagging Edwards before he went to that preposterous island camp. What's this? Carl? Did you do that? I certainly. Did not. I have no idea what's going on. Gentlemen, what's the meaning of this? You are the one responsible for all this. Gray, what do you want? Something that has been a long time due. Revenge. Revenge? How banal. You killed Cobb, Navikov, Caruso, the Washington twins, everyone at Haven. You broke into our bank, and you outed Providence to the world. Whatever perceived slight we've done to you is insignificant. To the amount of damage you've caused us, you've caused the world. You're a murderous terrorist, nothing more. What did we ever do to you anyway? You specifically? Nothing. Providence, everything. Providence made me, and at the flick of a pen, Providence broke me. I'm just returning the favor. Providence has ruined the lives of countless people. Expecting and facing no consequence for its actions. You take for yourselves and those who support you, and you burn everyone and everything else to the ground from the comfort of the shadows. No more. You're delusional. Exposing us achieved nothing beyond moving a few pieces around on a board much more complicated than you can fathom. The world will leave you dead. What more do you want? Me? Nothing. My friend, however, well, let's just say he's a bit of an expert. I'm just here to watch you die. 47. Finish. Not a patient man, are you? Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Providence will soon be no more than a bad memory. 47. Thank you. Bitteschön.
I'll meet you at the rendezvous on the edge of town. 47. Finish it. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Die Frage ist, kommen die jetzt rein, wenn ich da rausgehe? Mensch. Könnt ihr da reinpacken? Das Ding ist doch, wenn ich jetzt hier aufmache, durchsuchen die doch bestimmt hier alles, oder? Wo sie das Blut sowieso sehen würden. Niemand wird sie finden. Erst wenn es dann auch nochmal anfängt zu stinken. So, bitteschön, ihr beiden. Den Ausgang. Ja, wie denn? Es hat noch niemand was gemerkt, dass irgendwas komisch ist. So, hier ist irgendwo doch der Abgang. Wo ist denn das hier? Wo ist denn das Treppenhaus? Hier, aber ich will doch runter. Wo ist denn das Treppenhaus, um runter zu gehen? Gehen wir mal hier lang. Da geht's runter. Oh mein Gott, der ist irgendwie... Möchte der uns gerne entdecken, da? Wir kommen dem Ausgang näher. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Ah, kann es sein, dass das ein Ausgang ist hier? Wow. Sehen auf der Map eigentlich? Ja, hier. Ganz unten. Ist auf der Ebene auch ein Ausgang? Nee. Aber das ist nicht mehr weit. Wir müssen hier nur runter. Ach, das ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Ja, nice. Dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Wer denn hier wartet jetzt noch einmal? Ah ja, da. Nice one. Abschließen. Geil. Geschafft. Erste Mission Hitman 3 geschafft. Jo, so viel haben wir jetzt also nicht abgeschlossen hier, aber gut. Ich bin ja auch noch neu in Hitman, nicht wahr? So, ich dachte, da kommt eine Dings. Cutscene oder sowas, kam nicht. Nussknacker, ja, Nüsse knacken tue ich gerne. 41 Minuten, eieiei. Geht deutlich schneller, glaube ich. Wir haben uns ja auch oft verlaufen. Was können wir uns da jetzt angucken?
Okay. Nicht Zielkill. Okay. Ja gut, weil wir halt andere Leute gekillt haben. Ja, könnte man natürlich probieren, das ohne zu machen. Das ist wohl wahr. Okay, Leute. Damit haben wir es aber geschafft. Nächster Dings kommt bestimmt. Der nächste Auftrag für heute war es das mit Hitman 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Like da und schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis dann, euer KevZockt. Bye, bye.